gemacht, schnell durch den Terminal, sofort ins Flugzeug und dann fängt die Wollust an. Also dann bekam man Essen und alles Mögliche und das haben die Airlines rausgedrängt immer mehr und die Airports international haben das eigentlich aufgenommen. Wir haben einen ganz großen Bereich mit Geschäften aufgebaut und die Airlines, heute fängt Lufthansa wieder an oder vorgestern hat das Programm vorgestellt, die werden also wieder ein Stück Rollback machen, aber das heißt, sie müssen dann alles bezahlen. San Francisco und Beijing. Hey, ich will überhaupt nichts über Flugzeuge erzählen, ich will was über Arbeitsplätze, Politik erzählen. Er macht mich fertig. Hier die Air France, gucken Sie ganz kurz hin. Das erwähne ich so nebenbei, aber die ist hochspannend. Die Flugzeuge, die da fliegen, und Sie wissen, einer der deutschen Ministerpräsidenten hat sich mal sehr stark gemacht, dass ein Flugzeughersteller entstanden ist. Wissen Sie noch welchen? Das war mir klar. Ich hätte eher so die junge Generation gefragt, ob die noch Erinnerungen haben. Nee, das ist schon Geschichte. Also, und was ist das Spannende beim Airbus? Das ist ein Airbus, ein 18er, glaube ich. Ja, aber ein Airbus ist es. Ich meine den Hersteller. Und das Spannende ist, Airbus hat bei all seinen Flugzeugen ganz großen Wert darauf gelegt, dass man sehr schnell auch in die kleinsten Flugzeuge Container reindonnern kann. Warum? Weil die haben das System, wir bringen mit kleinen Flugzeugen die Gäste ran, verstanden, weil dann geht viel schneller, die umzusteigen, die Koffer, als wenn der mit der Hand ausgeladen werden muss. Die neue Entwicklung, wir haben einen weiteren auf dem Markt, ist dieser Hop von Air France. Das ist nämlich Embraer. Hergestellt werden diese Flugzeuge in Südamerika, in Brasilien. Und Embraer wird ein ganz, ganz großer Konkurrent von Airbus und von Boeing sein. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Hintergrund ist aber, die haben kaum Container. Die werden alles mit der Hand noch beladen und entladen. Und da komme ich wieder am Anfang, wo ich gesagt habe, das Geschäft mit dem B- und Entladen, das hört nie auf. Aber die Frage ist es, unter welchen Bedingungen man es fortführen kann. Und Sie sehen, das ist eine neue Maschine. Es wird schon seit über 30 Jahren gebaut, aber was Sie als neue Maschine, das seht ihr auch, mein Kind sich aus, diese hochgezogenen Winglets an den Flügeln. Und das bedeutet, das ist eine neue Maschine, vermutlich eine 737-800, stimmt's? Ja, gucke kann ich A. Das ist die Länge, ja. 60 Stück im Monat. Okay. Aber jetzt wollen noch Arbeitsplätze, dann lernen wir es. So, wir fahren zum Terminal 1. Ablus. Einige rein. Ihr seht die Iberia, auch vom Kollaps bedroht, kommt jetzt rein. Und wer gehört zu Iberia? Ne, ich meine, wem gehört Iberia? Etihad. Oder Embraer? Etihad. Das heißt, Etihad nicht nur Air Berlin, sondern auch die. Ja, er fährt dann den Flügel aus und wir landen in Engelsbach. Ich hab's gewusst. Ja, ist wirklich eine Faszination. Ich weiß, Maximilian Meintgens muss morgen seine Ausweise zurückgeben. Oder heute? Morgen. Er sagt, ich muss ab und zu vorbeikommen. Ich habe ihm dann gesagt, da können wir mal eine Rundfahrt machen wieder. So, und er hat mir eben gesagt, aber das können Sie sagen, Maximilian, was mit der TAM ist, was sie anliefert, können diese ganzen Feinheiten, ich kann Ihnen sagen, was planungsmäßig los ist, aber da hatte Maximilian Ahnung. Okay, also, der Kollege ist immer noch